Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Das. Gut, die Lava ist noch flüssig, sehr gut. Genau, Batterien. Wir müssen gerade Batterien. Batterien. Drücke gerade Escape, obwohl mein Fokus noch auf OBS war. Ich hoffe, das ist jetzt nicht kaputt gegangen, aber die Aufnahme scheint noch zu laufen. Oh ja. Entweder sie läuft noch oder sie läuft halt nicht. So ist ja auch egal. Ach ja, übrigens, siehst du, was mir gerade einfällt. Das Spiel hat sich ja aktualisiert. Ne, wir haben ja jetzt ein neues Spiel. Und wir haben ja jetzt so unsere wunderschönen 30 FPS nur. Ah. Hier sind so viele technische Sachen. Egal. Aber es gibt nämlich jetzt eine neue Einstellung und zwar Mesh oder nur Chunk. So. Clientseitige Mesh-Chunk-Größe. Diese Seitenlänge eines Würfels aus Kartenblöcken, die der Client bei der Erzeugung von Meshes berücksichtigt. Größere Werte erhöhen die Auslastung der GPU, indem sie die Anzahl der Aufrufe reduziert, was vor allem High-End-GPUs zugute kommt. Für Systeme mit einer schwächeren GPU oder keiner GPU, wie Laptop zum Beispiel, sind kleinere Werte von Vorteil. Da wir aber eine fucking High-End-GPU besitzen, machen wir einfach mal einen Wert von 1024 rein, weil das geil klingt. Nein. Also empfohlen wird wohl ein Wert von 8, was das heißt. Normalerweise hast du ja normal immer diese Spielchunks. So, das heißt, du hast normalerweise einen Chunk ist immer 16 mal 16 mal 16 Nodes. Und aus so einem Chunk wird versucht, ein 3D-Objekt zu erstellen, was die GPU rendern muss. Also die Grafikkarte. Wenn du aber sehr viele Chunks hast, wo du eine hohe Sichtweite hast, heißt das, dass der GPU immer noch sehr viele Chunks mit einmal rendern muss. Ist zwar schon besser, als jeden Block einzeln zu rechnen, aber es sind halt immer noch sehr viele Chunks. Und deswegen hat jetzt MyTest endlich mal ein System entwickelt, das auch mehrere Chunks zusammenfasst. Und zwar in dem Fall hier. Auf 256? Nein. Nein. Warte mal kurz. Also 8 mal 8 sind 64. Aber was zum Hölle ist 64 mal? Das sind doch, das müssen 512 sein. Also auf jeden Fall 8 hoch 3. Was halt 8 mal 8 mal 8 Chunks als ein großes Objekt zusammenfasst und das dann der GPU übermittelt, sodass sie, um die große Fläche darzustellen, wesentlich weniger Objekte rendern muss. Die Objekte für sich, weil sie immer detailreicher, trotzdem kann die GPU es insgesamt wesentlich effizienter berechnen. Wenn du weniger Meshes hast, die detailreicher sind, als wie wenn du 20 Milliarden Meshes hast, die jeweils nur drei Seiten haben oder sowas. Weil das Problem ist nämlich, dass jedes Mesh, das gerendert wird, einzeln der GPU übermittelt werden muss. Und wenn du mehrere Meshes zusammenfasst, wie es hier geschrieben wird, verringert sich diese. Wo steht das? Genau. Diese Zeichenaufrufe. Davon braucht man weniger, sodass die Software entlastet wird, weil sie die GPU seltener aufrufen muss und damit die GPU vor allen Dingen ja, mehr seinen eigenen Stuff machen kann. Und dementsprechend, jetzt bin ich wieder falsch, ich wollte hier, hittet das natürlich die Performance extrem. Gerade mein Test, was ja in Single-Core-Rendering betreibt. Gerade da ist das halt das A und O. Natürlich hat man immer noch das Problem, hier bei uns zum Beispiel, dass wir immer noch deswegen relativ wenig FPS haben,
Weil wir natürlich immer noch das Problem haben, dass ja auch andere Sachen das limitiert. Zum Beispiel die Berechnung von Objekten, also Tiere zum Beispiel oder irgendwelche anderen Sachen halt, die ja halt auch die Performance drücken und die verbessert man damit natürlich nicht. Das heißt, wenn du zum Beispiel bei einer Gegend bist, wo du sehr viele Objekte hast, weil du halt zum Beispiel sehr viele Kisten mit Beschriftungen hast, so wie wir im Keller, diese ganzen Door, die haben ja alle diese Icons, was drinne ist, das sind alles Objekte, ne? Da hat man natürlich dann keine so großen Vorteile, aber wenn du wirklich einfach nur Landschaft hast, wo also nichts, also wo halt alles statisch ist, dann kriegst du damit extreme Vorteile und dann kannst du damit die Sichtweite halt drastisch erhöhen. Ja, das heißt, wir können jetzt, wir sind jetzt auf 300, dann gehen wir einfach mal auf 1000. Seht ihr zwar leider nicht, weil die Schrift genau unter meinen Icons ist. Beziehungsweise doch, ihr seht es da oben. Ne, wenn ich da hier umstelle, dann kann man da, ne, die View Range. Jetzt weiß ich zwar natürlich nicht, wie weit mein Server sendet. Ich meine, er sendet sowieso noch relativ lang, dann sieht man da, wie langsam sich die Welt aufbaut. Das ist einfach, weil mein Server darauf optimiert ist, Blöcke nur langsam zu senden. Aber man sieht, was mache ich hier gerade? Ich will schon wieder F1 drücken, um das Spiel zu pausieren, weil ich immer noch bei American Truck oder Euro Truck Simulator bin. So. Wie man sieht, ich habe gerade mal 12 Millisekunden Dwell Time. Das ist schon nicht schlecht. Naja, mal schauen. Ob wir jetzt mit einer Sichtweite von 1000 immer noch die 60 FPS gehalten bekommen. Wobei, wie gesagt, hier das Problem natürlich vor allen Dingen ist halt die ganzen Objekte. Aber gut. So. Jetzt nochmal. Wir wollten Batterien bauen. Haben wir noch irgendwo Batterien? Nee, okay. Komm, dann bauen wir einfach also mal. Wir brauchen halt mindestens eine Batterie. Weil so ein LV-Kohlegenerator wird halt nicht genug Energie liefern können, um alle Geräte gleichzeitig mit Energie zu versorgen. Deswegen müssen wir das immer mal ein bisschen puffern. Batterie. So, das ist HV. Wir brauchen LV. Nee, das ist auch keine. Das ist LV. Da gab's doch. Gab's da nicht so ein einfacheres Rezept? Ah, nee, bei den Batterien gab's ein einfacheres Rezept. So war das. Haben wir denn noch Batterien? Wir haben keine Batterien mehr. Oh, jetzt haben wir bei den Fenstern komische. Waren diese Textfehler bei den Fenstern vor auch schon? Jetzt nicht, aber wenn ich weiter weggehe, guck mal hier, die Fenster. Die machen komische Sachen. War es davor auch schon so? Ich bin verwirrt. Also jetzt fliegt doch nur irgend so komische Biene rum. Tse. Aber diese Bienen. So, wir brauchen 4 Batterien. Ah genau, hier gab es einfache Rezepte. Dann nehmen wir also mal das Rezept. Da brauchen wir Kupfer und Zinn und ganz viel Holz. Holz haben wir zum Glück. Kupfer haben wir ja und Zinn haben wir ja. Wir brauchen davon 4 Stück. Die kann man leider nicht stacken. Ist egal. Wir brauchen eh nur 4. Da ist das machbar. So. Nächster Schritt. Alles andere müssten wir haben. Haben wir nicht. Das heißt, wir brauchen Holz, haben wir, das haben wir, das. Achso, wir haben immer noch keine LV-Kabel. So, wo sind denn diese LV-Kabel? Da. Danke. Ich hoffe, man hört die Biene nicht aus dem Mikrofon. Oh, keine Ahnung, ob es eine Biene oder ein Hummel ist. Fettes Ding. Ich würde gerade bei meinen ganzen Kabeln rum. Da mein Mikrofon alles aufnimmt, kann es auch sein, dass es die Biene aufnimmt. Naja. Müsst ihr ja nur mitleben. genau. Let's go. So, jetzt haben wir schon mal eine LV-Batterie. Jetzt brauchen wir noch einen LV-Kohlegenerator. Da. Verdammt. Was wird jetzt schon wieder? Cleanstone haben wir. Das haben wir. Nee, haben wir nicht. Oh, nee, wir haben ja keinen Ofen. Ofen. Yay. Gut. Damit haben wir schon mal unsere elektronische Versorgung
soweit sichergestellt. Das ist schon mal ganz praktisch. Das heißt, du kannst weg. Langsam wird unser Inventar voll. Wir sollten mal langsam ein bisschen aufräumen hier. Also, wir haben unsere Spannungsversorgung. Wir haben die Kabel, die wir brauchen. Wobei wir wahrscheinlich definitiv mehr brauchen werden. Wir haben Steingenerierungszeug. Wir haben das Zeug, was das Zeug abbaut. Dann müssen wir halt wieder gucken wie Tubes. Tubes brauchen wir auch noch eine ganze Menge. Vor allen Dingen auch verschiedene. Wir brauchen welche, diese komischen Vakuum-Dinger, die Sachen aufsaugen können. Weil die Blöcke, die der hier abbaut, die werden quasi einfach als Blöcke gedroppt. So, das heißt Blöcke, so wie wir, wenn wir Blöcke abbauen. Und dementsprechend müssen die quasi von den Tubes aufgesaugt werden. Und dafür gibt es diese Vakuum-Tubes, die halt genau das machen. Die quasi wie so ein Staubsauger funktionieren. Jetzt muss man mal kurz gucken hier. Das heißt, wir brauchen... Auf jeden Fall brauchen wir noch ein Sieb. Hatten wir hier nicht eins rumstehen? Aber wir hatten eins ohne... Ja, aber nicht. Wir hatten vor allem eins ohne Mäse, ne? Weil wir brauchen so ein automatisches Sieb. Hatten wir nicht ein Sieb? Wir hatten doch ein Sieb gehabt. Wir hatten noch draußen bei dem... Hier draußen bei dem Loch hatten wir noch ein Sieb rumzustehen. Ich bin verwirrt. Zutiefst verwirrt. Haben wir das für irgendwas anderes verwendet? Verdammt, wie schreibt man Sieb im Englisch? Also irgendwas mit Gravel? Ja, mit Gravel. So, das hier brauchen wir. Da brauchen wir zweimal... also müssen wir Grundform bauen. Das können wir bauen. Meter war zum Glück auch mehr als genug. Das heißt, wir brauchen jetzt noch... ich sollte mal das Fenster aufmachen, dann kommt die Biene vielleicht auch wieder raus. Wie findet sie den Ausgang nicht? Naja, egal. Mete. Mete haben wir hier hinten. Wieso kann ich eigentlich nicht rennen? Achso. Weil ich fast verhungert bin, ne? Ja. Wir sollten mal was essen. Ah, schon kann ich wieder rennen. Sehr gut. Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt das. Das. Let's go. Ich muss ja noch ein bisschen aufräumen. Das brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir nicht mehr. Doch, das brauchen wir noch. Brauchen wir es noch? Für was brauchen wir denn Diamanten? Achso, für die... Ja, genau, wir wollten ja hier... wir wollten ja den Grinder bauen. Den Grinder. Und zwar LV. Da hatten wir ja alles dafür. Haben wir schon einen gebaut? Ja, wir haben doch schon einen gebaut, oder? Weil hier fehlen 4 Blöcke. Ach, ja, weil ich gerade hier umreinge... Oh, Alter. Nevermind. Ja, ja, genau. Es fehlen 4 Blöcke, weil ich das gerade hier reingemacht hatte. Nevermind. Gut, jetzt. So, haben wir noch 6 Diamanten übrig. Uiuiuiui, die Diamanten, Alter. Die guten Diamanten. Weg, weg. Weg. Wobei, das brauchen wir auch. Wir brauchen auch noch einen Taktgeber. Dann nehme ich erstmal die beiden Dingi. Die sollten erstmal reichen. Wobei ich die Anlage gerne schaltbar machen würde. Also nehme ich hier noch einen Endgatter und noch einen Schalter. Ja, haben wir auch noch einen. Ich sollte mal langsam anfangen, die Sachen in den Backpack zu packen. Ne? Haben wir Backpacks? Oh ja, wir haben Backpacks. Sind sogar alle leer. Sehr geil. Oh. Ach ja, unsere, meine Reservetasche. Warum habe ich in der Reservetasche Billo-Werkzeuge? Nein, was soll's. So, haben wir. Haben wir? Haben wir? Haben wir. Die Sachen können wir auch schon reinpacken. Das ist quasi unser Taktgeber. Jetzt haben wir einen Grinder. Wie geht's weiter? Nach dem Grinder. Sachen werden, es kommt
Erst bauen wir die Blöcke ab. Dann kriegen wir Cobblestone und der Cobblestone wird gegrindet. Daraus bekommen wir Kies. Der Kies geht in dieses komische Sieb. Von dem Sieb, genau, jetzt wird es nämlich interessant. Aus dem Sieb, da kriegen wir nämlich jetzt Cobblestone, Gravel. Und zwar bekommen wir da dieses komische, genau, das hier nämlich. Dieses gesiebte Kies. Da aus 4 Blöcken bekommen wir nämlich so ein Ding. So, und das müssen wir kochen. Okay. Das heißt, wir brauchen einmal so ein komisches Werkdingsterbumster, was automatisch Rezepte anwendet. Ich habe nur keine Ahnung, wie Ding heißt. Ich weiß zum Glück, wie das Ding aussieht. Aber ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt. Das sah aus wie diese komische Dinge mit diesen vielen Farben, die du da so, diese Cubes, wo du so auf jeder Seite eine Farbe haben musst. Nur halt in Grau. Okay, gehört wohl nicht zur Technik-Mod. That's it. Ja, ist hier irgendwas mit Crafting? Ah! Autocrafter, so ist das Ding. So, brauchen wir zum Glück nur Mese. Okay, gut. Eisen haben wir noch. Kunststoffplatten. Kunststoffplatten müssen wir auch noch ganz viel. Genau. Ja, ist leider ein bisschen verwirrend, war auch letztens wieder in den Kommentaren und im Forum. Es gibt leider zwei Sachen. Es gibt einmal diese Plastik-Sheets, ist von der Home-Decor-Mod. Und es gibt diese Kunststoffplatten von der Basic Materials-Mod. Ja, da muss man leider mit leben. Die haben beide zum Glück verschiedene Sachen, wie man die produzieren kann. Ne, wenn man diese Kunststoffplatten haben möchte, muss man die zum Beispiel kochen. Das heißt, ne, die kann man klassisch aus Ölextrakt gewinnen, aus den Blättern. Und diese Plastik-Sheets, die wiederum bekommt man, genau, wie gesagt, die Kunststoffplatten bekommt man so. Und diese Plastik-Sheets, die bekommt man aus dem anderen Material. Sieht beides fast gleich aus. Aber das hier bekommt man direkt, indem man die Sachen in den Crafting-Inventar packt. Da bekommt man das Zeug raus. Und hier bekommt man, wenn man, also, genau, hier, wenn man Apfelbaumblätter nimmt, dann bekommt man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das Zeug hier raus. Und wenn man alle anderen Arten von Blättern nimmt, dann bekommt man das Zeug raus. Und mit dem Zeug bekommt man dann diese Kunststoffplatten. Ne, also als habe ich hier, ich habe hier ein bisschen was haben. Na gut, so viele Blätter habe ich jetzt hier nicht. Ich habe überhaupt keine Blätter hier. Was ist denn hier los? Wo sind meine ganzen Blätter? Meine Schar an Blättern. Hallo? Moment mal, wo haben die ganzen Blätter geklaut? Das wäre ja herzzerreißend. Habe ich hier Blätter? Ach ja, da hinten habe ich Blätter. Okay. So, wir nehmen mal hier ein paar normale Blätter. Und ein paar andere Blätter, zum Beispiel genau essbare Bäume oder Dschungelbäume. So, und jetzt ist die Logik so. Wenn man nur Apfelbaumblätter nimmt, dann bekommt man dieses komische Zeug und aus denen kann man dann dieses Plastik-Sheet machen. Und wenn du aber nicht Apfelbaumblätter hast, sondern irgendwas anderes mit bei hast, so hier, dann bekommst du dieses Ölextrakt. Und aus dem Ölextrakt kannst du dann diese Kunststoffplatten machen. So ist die Logik. Das ist halt leider das Problem, wenn man so wie wir, also so wie auf dem Server hier mehrere Mods hat, die gegenseitig Sachen redundant machen. Dann gibt es halt leider solche Probleme. So, alles weg. Sehr gut. Ja, von daher weiß ich leider auch nicht, wie ich das zuverlässig lösen kann.
Weil das Problem ist, ich meine, ich könnte überlegen, ob es funktioniert, dass ich ein Alias einrichte, sodass das gleiche ist wie das. Das müsste funktionieren, weil wenn ich das mache, dann müsste ich nämlich, wenn ich das koche, würde ich das rausbekommen. Und wenn ich das hier, muss mal überlegen. Ach nee, ist bei beiden. Ja, okay, nee, siehst du, das würde nämlich nicht funktionieren. Weil dann würde ich nämlich von dem nur noch eins von den beiden rausbekommen. Also könnte man nur noch das produzieren oder nur noch das produzieren. Und jetzt ist natürlich der nächste Schritt. Ich könnte natürlich auch ein Alias machen, dass das hier und das hier das gleiche ist. Dann weiß ich aber nicht, ob bestimmte Rezepte sich dann wieder überschneiden, weil die Rezepte dann gleich sind, nur dass der eine das und dann das benutzt und man dadurch dann nur noch eins von den beiden Rezepten machen kann. Deswegen schwieriges Thema. Deswegen lasse ich das leider erst, würde ich es am liebsten erstmal so lassen und man muss sich halt daran gewöhnen, dass man da ein bisschen tricksen muss. Ist halt, wie gesagt, leider so. Ne, wollte ich mal erwähnt haben. Ich meine, vielleicht hat einer von euch einen ganz genialen Trick, den man da benutzen kann. Der kann mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber mir fällt da erstmal kein Trick ein, der wirklich zuverlässig funktioniert. Das ist diese Problematik. So, wir brauchen ein. Verdammt, ich sollte aufhören, 20 Sachen gleichzeitig zu machen. Oh Gott, wo waren wir? Wir hatten das denn, genau. So, ah genau, wir wollten diesen Autocrafter bauen. Autocrafter. Mehl brauchten wir dafür. So, boop. Kriegen wir gleich zwei. Naja, gut, was soll's. Okay, damit haben wir schon mal einen Autocrafter. Mit dem Autocrafter, das Ding ist nämlich super geil. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Aber wenn man da irgendwelche Rezepte reinlegt und dann die Sachen. Also, wenn ich das jetzt hier hinstelle. Da muss ich überlegen, wie war denn das? Genau. Wenn ich jetzt hier ein Rezept reinpacke, zum Beispiel das hier, ne? Dann hat er jetzt das Rezept, das ist jetzt bei ihm eingespeichert. Das heißt, wo ist das hier? Channel? Ja, was dieser Hebel macht, keine Ahnung, I don't know. Das heißt, sobald er jetzt neunmal Kopfsteinpflaster bekommt, produziert dieser Block automatisch aus diesem Kopfsteinpflaster diesen Compressed-Kopfsteinpflaster. Ich glaube, das geht auch, wenn man es hier unten reinpackt. Oder ist das hier nur die Ausgabe? Ah, okay, also genau. Das hier ist die ein. Okay, also das Ding muss wirklich aktiviert werden. Das ist quasi der Hauptschalter. Genau, das heißt, alles, was man per Pipe irgendwie hier rein macht, kommt hier unten rein. Sobald er hier unten genug Mineralien hat, um dieses Rezept einmal auszuführen, führt er es aus und packt das Ganze hier oben in die Ausgabe. Und aus der Ausgabe kann es dann wieder mittels anderen Pipes wieder rausgeführt werden. So die Theorie. Ob diese Theorie funktioniert? I don't know. Aber müsste. Ich habe es so schon gesehen, dass es so funktioniert. Okay, das heißt, dass. Warum klingt das Ding bitte schon wie Plaste? Ein Autogrinder wird doch aus Stein gemacht, hier aus. Okay, aus Metall. Ja, gut, mit ein bisschen Plaste. Ja, egal. Geräusche ist eine eigene Welt. So, jetzt haben wir hier einmal Kompresskoppel. Den packe ich, schmeiße ich einfach mal hier oben. Ra, hat hier die Kompresskoppel? Super, das hab ich irgendwas gemacht. Ich weiß nicht, wohin damit. Hat die es hier unten? Ach da, tatsächlich. Wow, 250. Nicht schlecht. Gut. Das heißt, mit dem Zeug bekommen wir jetzt dann aus dem gesiebten Kies bekommen wir jetzt wieder dieses Compressed Kies.
Und mit dem Compressed Keys, das müssen wir kochen. Das heißt, wir brauchen jetzt da brauchen wir diesen den hier. Müssen wir auch alles für haben. Ah. So, und das, was er produziert, geht dann wieder zurück in. Genau, das heißt, damit wäre die Pipeline zu Ende. Jetzt brauchen wir nur noch irgendwie eine Kiste, wo der Rest reinkommt und einen Sack voll Flöhe. Tubes. Wir brauchen ganz viele Tubes. Erstmal ganz kurz Inventar aufräumen, sonst werde ich verrückt. Also wir haben das, danach kommt einmal recht aus und dann kommt das. Fertig. Das heißt, du kommst erstmal da wieder rein. Diese Fenster hier machen mich gerade ein bisschen kirre. Kann ich eigentlich fliegen? Ah, ich kann fliegen. Ich habe Sache natürlich, wir haben natürlich. Problem ist halt, dass da unter uns so viele Objekte sind. Ah, siehst du? Da hat man es richtig schön gesehen. Genau. Komme ich von diesen ganzen Objekten weg? Also, ne, wenn ich nah unten bin bei diesen ganzen Objekten und dadurch alle gerendert werden, habe ich bloß 30 FPS. Okay, jetzt habe ich auch 50 FPS, warum auch immer. Ja, jetzt haben wir nur 30. Schwankt irgendwie ganz schön. I don't know. Jetzt habe ich auch 50 FPS. Hä? Das soll mal jemand verstehen. Aber man merkt schon, wenn alles relativ ruhig ist, dann kriege ich halt wieder hier 50 FPS. Wobei da hinten ganz schön viel Grafikfehler entstehen dabei. Kann sein, dass er meinen Zustand nicht mehr aktualisiert? Selbst hier wird nichts mehr draus. Oh, das ist der Server down. Hier ist er jetzt noch da. Hä? Ah, jetzt kommt was. Ah, okay. Da wird scheinbar ewig meine Position nicht aktualisiert. Kann das sein? Jetzt ist aber da überall Löcher. Warte mal kurz, ich mach mal kurz dieses, wie war denn das? Da gab es doch diese komische Optimization. Nee, das nicht. Nee, das ist ja bloß die Sendoptimierung vom Server. Das ist, welche Blöcke er überhaupt sendet. Warte mal kurz, wo waren denn diese Meshunks? Erweitert Grafik. Okay. So. Erweitert Grafik. Transparenzsortierungs. Was? Transparenzsortierung. Achso. Ja. Das ist das mit diesen, dass Blöcke hintereinander gedingstert werden. Blockanimation, Desynchronisierung. Was? Lol. So, manchmal kann Glück mehr Generierungsverzögerung für Generierungswets. Holy shit. Cache-Karten, Mesh-Generator in Mega. Alter, was gibt's denn hier alles für neue Sachen? Abtasthöhe der Übersichtskarte. Weltausstattung. Autoskalierung. Alter, was sind das alles für. Oh, yeah. Okay, kam doch ein paar neue Sachen hinzu. Ja, whatever. Okay, ich würde mal sagen, wir lassen es erstmal bei der Folge. Also dieses Mesh-Chunk scheint wohl noch ein bisschen Bugs zu haben.
dass da bei die Web, so zerfressen aussieht. Schwierig. Na gut. Aber gut. Ja, bis dann.